Hat er Lust auf ein Gourmet-Menü? Unter dem Motto «Gutes tun, tu Gutes» haben wir Dinner at Home verlost. Der Starkocher Hans Huber hat sich dafür ein ganz explizites Menü ausgedacht. Und wir gehen jetzt zu ihm und begleiten ihn bei der Vorbereitung. Res, merci vielmals, dass du uns heute hier bei dir empfängst. Und merci vor allem auch, dass du für die Helsermee unentgeltlich schaffst. Was bedeutet das Kochen für dich? Ja, also das Kochen ist natürlich in erster Linie ein Beruf. Aber es hat auch ganz viel Spielraum, für etwas Schönes zu machen, für kreativ sich zu betätigen. Und nicht zuletzt das Resultat ist ja nachher, dass jemand Gemeinschaft haben kann, einen schönen Tisch zusammen essen. Das ist verbindend, das ist schön. In allen Kulturen zu jeder Zeit kochen, essen, hat einen sehr grossen Stellenwert gehabt. Was gibt es heute? Was ist das Menü? Zum Vorspeis gibt es ein Gericht mit Coquille Saint-Jacques. Und im Hauptgang gibt es ein Poulet-Brüschli, gefüllt mit einer Gröte. Dazu gibt es ein Prosecco-Risotto. Und zum Dessert das Pistazien-Tiramisu und einen so speziellen Pistazien-Croquant und einen so Crunchy-Effekt. So, also. Dann sind wir unterwegs ins Basel-Bier. Ja, Anita, danke vielmals, dass wir bei dir daheim sein können. Der Res ist schon am Vorbereiten. Gutes tun tut Gutes. Was hast du für Gutes, was du tust? Ich bin in einem Service-Club und wir tun ganz viel Gutes. Wir spenden jährlich mehrere Tausend Franken an ganz viele Institutionen, meistens in der Region. Und heute wollen wir auch Gutes tun und haben unsere Freunde eingeladen zu diesem Essen heute oben, damit wir mit ihnen zusammen können das geniessen können in der Gemeinschaft und ein bisschen lustig haben und einfach einen tollen Abend haben. Danke, ja. Wollen wir das jetzt jede Woche haben? So, wir sind hier fertig und gehen richtig heim. Hinter uns lässt die Gewinner vom Dinner at Home den Abend noch ausklingen. Das Rezept findet ihr übrigens auf unserer Blogseite. Tschüss zusammen.